Puppe. Du siehst ja gar nicht so böse aus. Dich nehme ich mal mit. Okay, also 3 haben wir jetzt schon. Ich glaube, es waren 4, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Kann man das irgendwie öffnen? Genau. Oh oh. Da hinten ist sie jetzt schon wieder aufgetaucht gerade, ne? Da, ich sehe es. Steht die jetzt da? Das finde ich nicht gut. Ich weiß auch nicht, ob das so ein gutes Versteck ist hier. Muss ich die jetzt rauslocken, damit die dann abhaut? Oder steht die da, weil ich da nicht mehr zurück kann? Oder kommt die jetzt, wenn ich jetzt weitergehe? Das ist natürlich die Frage. Weil die steht da so, als ob sie auf irgendwas warten würde. Jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Oder ist das ein Bug? Das kann natürlich auch sein. Hilft ja alles nichts, ne? Steht da halt so komisch und starrt mich nur an. Nein, bleib zu. Bleib zu. Wir stellten auch schon Schuhe in so einen lebensnotwendigen Schrank rein. Es hört sich irgendwie alles nicht gut an. Jetzt blöd, ich kann mich ja jetzt auch nicht die ganze Zeit im Schrank verstecken, aber ich will jetzt auch nicht, dass das Monster da die ganze Zeit rumläuft und mich dann schnappt. Ich hoffe mal, dass das wirklich nur Geräusche sind. Bin ich wieder am Eingang? Okay. Ich müsste aber eigentlich da rum, ne? Oh, hier ist eine Erinnerung, aber hier ist kein Fenster offen. Okay. So, was am Blinken oben, oder? Die Frage ist, kommt die auch nach hier?
Bin ich jetzt am Röcheln oder ist das jetzt die Mutter? Hier ist auf jeden Fall anscheinend nichts, was ich brauche. Durch, okay. Da ist auch nichts. Oder doch? Da ist ein Bild. Von einem Mann auf einem Stuhl und einer Frau, die die Wäsche macht oder sowas. Oh. Okay. Ja, irgendeine Erinnerung war jetzt auch noch dabei. Ja. Die Frage ist jetzt nur, wo muss ich hin? Weil hier war ich ja schon mal. Muss ich ja nach draußen wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt 3 Stück. Wir können, ach so, wir können ja noch hoch, ne? Genau. Da ist noch eine Tür, aber das ist ein Schrank, denke ich mal. Oh nee. Gut, das ist ein Keller. Okay. Bleibt aber an, oder? Die Tür geht auf und zu und was mir gar nicht gefällt, sind die schwarzen Striemen da hinten. Gerade alles. Da kann ich runter, das ist schon mal gut. Da war eine Erinnerung. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat das was mit Meer zu tun oder so. Warum liegt das dann im Keller?
hier das Holz. War doch gestorben. Okay. Puh. Okay, also es wird anscheinend aktiviert, wenn ich weiter reingehe. Wie kann ich denn hier... Ach, da hinten ist ein Lichtschalter. Oh, aber ob ich da so schnell hinkomme? Hier vorne ist keiner, ne? Doch, da ist... Stehe ich gerade? Oh, okay. Also offensichtlich muss man den Lichtschalter anmachen. Das Fenster ist zu, da passiert nichts. So, und der geht wieder aus. Das finde ich gar nicht gut. Okay, also sobald das Licht ausgeht, geht wahrscheinlich hinten das Viech an. Da müssen wir jetzt schnell sein. Zumindest bis zum nächsten kommen. So. Okay, ich hoffe, dass der uns jetzt hier nicht sieht. Kann hier irgendwas öffnen? Also ich... Ach so, da... Ah, hallo! Dich muss ich also befreien. Da oben ist, denke ich mal, mit dem Radio auch das, was ich dazu brauche. Das Problem ist nur... Ich weiß nicht, was ich dafür brauche. Es ist wahrscheinlich hinten. Die Frage ist nur, bin ich so schnell drüben? Oh, lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Ich glaube, da oben, das müssen wir zumachen, oder? Moment, das können wir noch rausziehen. Können wir das auch ganz rausziehen? Hallo? Oh, das ist gar nicht mal so schlecht gemacht, muss ich sagen. Also gar nicht mal so doof. Ach so, damit komme ich ans Fenster. Oh, okay. Schmeißen wir mal alles hier weg. Die Frage ist... Nee, anscheinend sieht er mich vorher nicht. Ach so. Okay. Verstehe. Und deswegen ist jetzt der Schnee weg. Das Problem ist nur... Scheiße, wir müssen trotzdem nochmal zu dem Lichtschalter rüber, ne? Oh, fuck. Oh, fuck. Und dann muss ich auch noch runter und den rüberziehen. Ach, du Scheiße. Ob ich das hinkriege? Keine Ahnung. Lauf, 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 lauf. Guck den Lichtschalter. Okay, dann warten wir jetzt und dann versuchen wir das Ding rüberzuziehen. Aber in mehreren Etappen wahrscheinlich. Oh nein, komm, komm, komm. Oh, das ist nicht wahr. Thank you.
Schieb, 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 schieb. Oh mein Gott, haben wir's? Oh. War's das? Oh, hat der mich jetzt erschreckt. Thank you. Oh, okay. Dann haben wir jetzt 4. Waren das nicht auch 4, die wir brauchten? Ehrlich gesagt bin ich mir da jetzt nicht so sicher. Oh oh. Oh oh. die Tür ist zwar wieder auf, aber der Lichtschalter ist wieder aus. Ich dachte, der bleibt jetzt an. Nee, du sollst aufstehen, damit du nicht Schalter drücken kannst. Obwohl. Ja, der tut nichts mehr, ne? Okay, was war das jetzt? So, wir haben jetzt die 4. Was machen wir mit denen? Müssen wir die jetzt nach draußen stellen? Oh, was ist das? Müssen wir die jetzt nach draußen stellen oder müssen wir eventuell nach oben? Das ist jetzt die Frage. Ich meine, es wären 4 gewesen. Es kann aber auch sein, dass es 5 gewesen sind. Deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es muss ja noch einen Grund haben, weshalb wir nach da oben können, ne? Zugegangen oder? Wir kommen auch gar nicht nach draußen. Ich glaube, wir müssen nach oben. Erstmal Schutz suchen. So, da hinten hat die jetzt geleuchtet, da die Heizung. Die Tür kriegen wir nicht auf. Wir haben auch keinen Stuhl oder so in der Nähe, ne? Nee. Das war, glaube ich, nur ein Grafikfehler. Okay, da hinten können wir hoch. Ich weiß aber nicht, ob uns das was bringt. Oder können wir das Ding dahin verschieben? Den Tisch? Aber der ist, ja, der ist relativ klein, ne? Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. So, hier ist noch was. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Okay. Da ist noch eine Tür. Die machen wir mal was weiter auf. Wir wollen ja nicht, dass die zugeht, bevor wir irgendwas machen können. So. Das ist was umgefallen. Das hört sich gar nicht gut an. Das klopfende Herzen kommt normalerweise nur, wenn irgendwas passiert. Irgendwo rüber krabbeln.
ist nicht wirklich was zum Rüberkrabbeln, oder? Da vielleicht? Okay, das geht noch. Aber durch die Tür komme ich doch jetzt wieder zurück, oder? Noch einer. Hä? Muss ich da hoch? Kann ich da hoch? Das ist jetzt die... Oh Gott. Moment, da könnte ich hochklettern? Ach du Schande. Sag mir jetzt bloß, ich muss hier komplett rum. Oh, okay. So auch nicht, ne? Das Baby ist ja noch nicht so groß, dass es dann an die Decke knallt. Die sind so auseinander, dass ich immer denke, er knallt jetzt dagegen. Hier. Okay. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Ach so, ja. So geht's auch. Nein, was ist passiert? Das war jetzt allerdings nicht gut. Was ist das? Das kann man öffnen. Okay. Das ist wie in den Teilen davor. Ein Lüftungsschacht. Okay. Geht jemand runter? Okay, anscheinend reagiert jetzt hier niemand auf die Geräusche. Oben war was? Was ist das? Okay. Das sieht so nach Umzug aus. Oder ist das jetzt... Bedeutet das, dass wir erst hier gewohnt haben und dann umgezogen sind in das andere Haus? Ist noch offen? Ist das eine Falle? Okay. Das sind sehr, sehr viele Erinnerungen. Also wirklich an einem Umzug. Also so wie ich das jetzt sehe, weil das sind alles Kartons und da werden Sachen reingepackt und so. Oh oh. Ich wollte gerade noch sagen, das ist kein gutes Zeichen. Oh, ich sehe hier gar nichts. Aber ich muss ja sowieso raus, ne? Was ist das? Sich wieder diesen Spuren hier folgen. Ja, ich find's auch kalt. Vor allen Dingen als Baby, wenn ich krabbeln muss. Ich hasse ja sowieso den Schnee. Also beziehungsweise habe ich mich jetzt erschrocken. Nicht den Schnee, aber die Kälte. Hallo, Herr Hase, gehörst du auch zu meinen Spielsachen?
Oh oh. Was ist das? Mama, da bist du ja wieder. Lass mich hier einen Hase nehmen. Nein, Mama, ich will hier einen Hase haben. Hallo, Mama, lass das. Nein, Herr Hase. Herr Hase. Okay, das war's jetzt schon. Also dieses Kapitel hat mich jetzt irgendwie sehr verwirrt, ehrlich gesagt. Also ich kann mir das jetzt wirklich nur so zusammenreimen, dass das jetzt, weil es ja auch der Prolog war, dass wir in diesem Haus gewohnt haben und ich halt schlechte Erinnerungen mit diesem Haus verbunden habe, weil, naja, Keller halt, ne? Ich denke mal, niemand von uns geht gerne in den Keller rein und freiwillig und überhaupt. Und ja, gerade noch, wenn es dunkel ist und für so ein kleines Kind ist natürlich auch so ein riesiger Ofen. Das waren ja diese Uraltöfen oder amerikanische Öfen, keine Ahnung. Also ich würde jetzt sagen Uraltöfen. Die sind natürlich sehr angsteinflößend dann. Und ja, ich denke mal, das spiegelt dann wirklich diese ganze Angst wieder, dass das Kind damals hatte im alten Haus und die Trauer darüber, dass es seine Spielsachen ja, verloren hat. Wobei die vier, wenn ich das richtig verstanden habe, hat es wohl mitgenommen, aber den Herrn Hase halt eben nicht. Und warum auch immer die Mutter jetzt so bestialisch war und eins seiner Lieblingsspielzeuge, davon gehe ich mal aus, da jetzt im Schnee hat liegen lassen. Ja, also es war ein etwas sehr seltsames Kapitel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss sagen, es hat natürlich auch, es ist gut gemacht, auch diese Sache auf Zeit, das war schon echt krass. Ich meine, ja, ich habe es leider ja nicht auf Anhieb hinbekommen, mit dem Stuhl rüberzuschieben. Es war zum Glück sehr offensichtlich, auch wenn ich einmal gestorben bin. Aber man konnte es eigentlich gut machen und das finde ich immer gut. Also wenn man Sachen in Spielen gut hinkriegt, ohne da jetzt 20.000 Versuche für zu brauchen, dann finde ich das immer persönlich ziemlich gut, weil man spielt es dann halt eben auch gerne. Ja, viel mehr möchte ich jetzt hier auch gar nicht zu sagen. Ich werde nochmal bei der Bibliothek reinschauen und dann ja, verabschiede ich mich erstmal für diese Folge und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.